Hier, wieder, wer wieder. Und wir wollen jetzt direkt in den Mine rein. Keine Daily machen. Erst ein, zweimal so gut es geht trainieren. Na komm. Warum schießt du nicht, verdammt? Aha. Ja. Ne, hier ist gar nichts mehr. Aber hier hinten ist was. Zwei Edelsteine. Gucken wir mal, was hier noch ist. Da drüben komme ich nicht ran, hm? Oh, doch, komme ich. Okay. Flup, flup, flup. Komm runter. Die Fledermaus, die wird jetzt schon. Genau, du. Du Fledermaus. Blondine habe ich auch gehört. Komm mit. Nur wo? Spring. Da ist sie schon. Sehr schön. Du bleibst mal hier. Du kommst mal mit. Hops. Und Ausgang ist schon da. Sehr schön. Zing. Das heißt, jetzt ist nur noch Plündern angesagt. Und möglichst keine Lebenspunkte verlieren. Da eben gerade hätte ich schon mal wieder Lebenspunkte verlieren können. Nämlich, wenn in der Vase ein Dingens gewesen wäre. Eine Schlange. Oder äquivalent. Also Skorpion oder spuckende Kobra oder was es da noch so gibt. Sehr schön. Und ich glaube, das war auch schon das, was ich so auf die Schnelle holen könnte. Weil ich will nichts riskieren. Was passiert, wenn ich hier jetzt springe? Gucken wir mal, was gleich passiert, ob ich da überhaupt reinkomme. Ah, doch, okay. Da ist eine komische Plattform. Aber sehr schön. 15.000 Gold fast und Küsschen und keine Lebenspunkte verloren. Jetzt mache ich bestimmt einen super tollen Run, komme gleich bis in die 50. Ebene. Und dann war es nicht die Daily. Oh, wäre auch okay. Oh, ich sehe rein gar nichts. Ist schon mal nicht gut. Oh, Flattermaus. Selbst geworfene Fackeln zünden andere Fackeln an. Sehr praktisch. Ich wollte gerade sagen, ducken wir uns mal, um nach unten zu gucken. Aber ohne Fackel da unten wird das nichts. Ich hätte nämlich doch schon ganz gern die nächste Blondine. Spring. Da ist ein verrückter Shopkeeper. Oh, und ich sollte nicht auf die Leuchtkäfer schießen, fällt mir gerade auf. Weil die machen ja Licht, was ja doch dezent praktisch ist. Peitsch. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, Spinne. 300 Gold pro Fackel. Ist nicht viel, aber auch nicht zu verachten. Ich muss unbedingt auf die Decke achten. Das fällt mir gerade auf. Habe ich nicht so wirklich hingeguckt. Könnte jederzeit irgendwo eine Spinne runterkommen. Oh, Kletter. Ah, genau wie da eben. Da ist nämlich eine Spinne. Da oben. Dich hätten wir aber gerne. Und einmal Seile. Und da ist die Blondine. Sehr schön. Kommst mit. Kommst da rein. Und wir haben gleich 6 Lebenspunkte. Sehr, sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendwo leichte Beute? Sollten wir das Fackellicht mitnehmen. Ja. Leichte Beute, / Gold. Bisschen, aber... Smau. Oh. Da hoch. Zing, zing. Andere Seite, da sehe ich doch Gold. Dann müssen wir uns auch schon beeilen. Weil ich denke, der Geist kommt in ein paar Sekunden. Nur ganz kurz gucken. Ne, da sind noch komische Steinblöcke. Also raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Hier waren irgendwo Stacheln auf dem Boden, also Vorsicht, da. So, raus. Wow.
Es läuft mal richtig gut. Mit der Fackel in der Hand. Sehr schön. Ja, jede Menge Gold, jede Menge Leben. Und die Fackel kann weg. Schwing. Und den Kletterhandschuh. Das ist auch sehr, sehr schön zu haben. Ich glaube, es ist mit meinem Lieblingsausrüstungsgegenstand. Nope. Falsch. Na komm, falsch. Dann hätten wir ganz gerne viele Bomben. Viele, viele, viele Bomben. Und die Paste. Heißt, wir können jetzt die Bomben irgendwo an die Wand schmeißen, dann bleiben sie da hängen. Das ist auch sehr praktisch. So. Na. Ich wollte eigentlich zu dem Feld mit der Truhe springen, dann die Truhe als Auslöser benutzen. Doofe Stachelfalle. So. Kann ich Truhen opfern? Nö. Tee. Aber dich kann ich opfern. Warte mal, die Kugel ist zwei Felder groß, richtig? Warte mal, riskieren wir nichts. Wir machen einfach so. Komm mit. Wow. Wow. Das ist nicht schön. Taktisches Weglaufen. Sehr garstig. Okay. Ja. Oh. Was hat er gerade geschossen? Damit sind unsere ganzen schönen Lebenspunkte weg. So. Gold. Aber ja, irgendwie hat die Stachelsteinfalle da uns nach rechts abgeschossen. Was ich echt nicht schön finde. Die Blondine da unten ist ganz schön in Nöten. Au. Noch zwei Lebenspunkte. Menno, Menno, Menno. Weg, weg, weg. Ich will nur noch aus dem Level hier raus. Und mein Küsschen haben. So. Genau, Knutsch. Und da wir jetzt ja doch etwas Gold haben. Ich höre Schlangen. Ich hasse Schlangen. Oh, Schlangen. Aber da wir doch etwas Gold haben, wäre jetzt ein Küsschenstand genau das Richtige. Aber ich glaube, ein Küsschen kostet 10.000 Gold. Was ja doch dezent teuer ist. Da ist schon mal der Ausgang. Da ist die Schlangengrube. Oh. Genau. Irre praktisch mit den Bomben. Gut. Die Falle da wurde wohl schon ausgelöst. Wenn man den Pfeil da unten trauen darf. Und das tue ich einfach mal. Oh. Wie komme ich jetzt da? Oh. Ja, tue ich einfach mal. Oh, peitsch. Und eine Sache, die ich auch noch gelernt habe. Zing. Tada. In der Schlangengrube ganz unten findet man immer eine Pickaxe. Was ja doch recht schön ist. So, hoch. Stopp. Können wir nach oben schlagen? Nein. Okay, dann anders. Durch, durch, durch. Spuck. Stirb. Oh, Skelette können die Etage wechseln. So. Und legt sich wieder hin. Feiger Sack. So, wie? Runter. Diesmal nicht von irgendeinem Brocken erschlagen werden, bitte. Und nicht die Blondine töten. Sehr schön. Du bleibst hier, du kommst mit. Dann müssen wir hier irgendwie durch. Warte mal, du bleibst hier unten liegen. Wir verschwenden schon wieder zu viel Zeit. Ich fühle den Geist jetzt schon im Nacken. So, durch, 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 durch. Warten. Mit. Lauf, lauf, lauf. So, abgeben. Dann haben wir gleich wieder vier Lebenspunkte. Also genauso viel, wie man am Anfang hat. Die hätten wir noch ganz gerne.
Ah, oh, sehr schön. Und 28.000 Gold. Und im Dschungel. Hast du ein Seil mit, damit ich sicher nach unten steigen kann? Okay. Ach so. Jetzt können wir ihn auch in dem nächsten Übergang finden. Also vom Dschungel zur nächsten Teilart. Gut zu wissen. Und jetzt wollen wir im Dschungel einfach nur überleben. Okay. Oh, da oben ist ein Dingens. warte mal. Was ist das für ein rotes Ding da bei der Kali-Dingens? Aber ja. Bei den Götzen mache ich ganz gerne Unsinn. Deswegen schmeiße ich hier mal ein Seil hin. Nehme den. Wow, wow. Das ist mir neu. Ich hatte damit gerechnet, dass gleich ein Stein wiederkommt. Aber da fällt bloß der Boden weg. Okay, das merke ich mir. Du gehst mal nach unten. Runter. Oh, denk dran, dass es dicke Statuen sind. Können sich kaputt machen? Nein. Können wir hier ein Loch reinmachen. Das Ding runterschmeißen. Ja. Wow. Keine Panik, Irugon. Ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel. Oh. Boing. Wo zur Hölle geht's weiter? Nehmen wir dich mal mit und machen da ein Loch rein und gucken, was passiert. So. Bomben. Du siehst aggressiv aus. So. Dich runterschmeißen. Dich mitnehmen, weil wir gierig sind. Und eigentlich sollten wir eine Blondine suchen, aber oh. Aber ich sehe keine Blondine. Ich sehe auch keine aus. Ah, da ist die Blondine. Okay. Mitkommen. Dich erstmal irgendwo ab. Genau, bleib mal da. Nicht den Schädel. Die Pickaxe. Nein, geh. Oh, 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 oh. Das ist ein Stachelfallen-Mädel. Da solltest du nicht reinlaufen. So. Und Geist kommt. Nicht gut. Pickaxe lassen wir. Oh, oh. Pickaxe lassen wir hier. Und jetzt wird gelaufen. Au. Au. Und tot. Dazwischen war der Ausgang. Zwischen zwei Tiki-Fallen wollt ihr mich veräppeln. Mich hat irgendwas Hartes am Kopf getroffen. War das die Blondine? Oder war das die Tiki-Falle? Na gut. Wir wollen zurück ins Hauptmenü. Ja. Und weil dieses Leben so einigermaßen gut geklappt hat, mache ich jetzt die Tagesaufgabe, da ich hoffentlich einigermaßen gut genug vorbereitet bin. Und ich will mal gucken, welchen Charakter wir freigeschaltet haben. Die da. Okay. Gucken wir mal, ob sie irgendwas Besonderes kann, macht, wie auch immer. Aber ich denke, das wird rein optisch sein. So. Du... Spring mal bitte hier, dann dürftest du sie hoffentlich nicht töten. Nö, nur stark verletzen und verkrüppeln. Mitkommen. So. Oh, das wollte ich nicht. Komm mal wieder mit. So. Runter. Runter. Oh, Spinne. Gehen wir anders lang. Zing. Oh, sehr schön. Schlange wird ignoriert. Fässer werden nicht ignoriert. Da wäre schon der Ausgang. Oh, sehr schön. Oh.
Nein, 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 nein. Ich habe nicht auf die Skelettköpfe geachtet. Das ist nicht schön. Genau, auf dich habe ich nicht geachtet. Jetzt gib mir noch bitte irgendwas ganz Tolles hier in der Vase. Nö. Also 6700 Gold. Nee, das da oben hole ich nicht. Und 2 Lebenspunkte verloren durch die doofe Aktion. Das ist kein sehr guter Start für die Tagesaufgabe. So komme ich doch niemals unter die Top 3. Ich höre Schlangen. So. Dich nehmen wir mit. Gold, sehr schön. Noch mehr Gold. Und da ist ein Götze. Hops. Bitte schön viele... Nein, keine Spinne, die springt immer doof. Sehr schön. Du kommst mit. Ach, hier ist der Schlangendingens. Mach mal Platz. Ich hoffe, ich habe da was Richtiges getroffen. Oh, das geht tief runter. Kann ich Seile nach unten werfen? Nein, ich kann keine Seile nach unten. Doch, kann ich. Oh, sehr schön. Du kommst mit, du kommst mit. Zoing. Hm, du kommst mit. Wollen wir uns einen Zugang nach da drüben verschaffen? Na, oh. Oh, okay. Die mögen es nicht, wenn man Zugänge zu ihrem Shop schafft. Das heißt, ich muss jetzt ganz außen rum. Nee, nicht ganz. Brauche ich hier einen Durchgang? Oh, Spinne. Der sieht nicht sehr... Und da ist auch noch die Dingens. Nein. Und er schießt die... Du bist... Oh, oh. Ja, tot. Ich hätte diesen Ladensitzer nicht so ärgern dürfen. Ich habe ihn nicht geärgert. Ich habe 3 Felder weit von seinem Shop einen Block weggehauen. Aber gut, wir haben was dazugelernt. Wir haben gelernt, dass man das nicht machen darf, was ich gerade gesagt habe. Dass man Seile nach unten schmeißen kann und dass man verdammt nochmal auf die Schädel auf dem Boden achten soll. Jetzt gucken wir, welchen Platz ich bekommen habe. Wo zur Hölle bin ich? So, das ist wieder... Ne, das sind meine Freunde. Ach du gute Güte. Ich bin der 4. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wir brauchen definitiv mehr Übungen. Der hier ist sogar Platz 334 auf der Weltliste. Ich sollte meine Freunde anders wählen. Aber gut. Falls ihr hier auftauchen wollt, einfach auf Steam mich adden. Und dann am besten vormittags oder mittags rum die Tagesaufgabe machen. Oder einfach vor 8 Uhr abends. Ab 8 fange ich meist dann aufzunehmen. So 7, 8 rum. Aber ja, es war eigentlich für meine Verhältnisse gar nicht mal so schlecht. Aber halt nicht gut genug. Das heißt, morgen machen wir das ganze Spiel nochmal. Das heißt, erstmal 1-2 Mal in die Mine trainieren und dann hoffen, dass ich langsam gut genug werde. Oder auch nicht. Weil ihr alle viel mehr Zeit habt zum Spielen, das ist unfair. Okidoki, dann bis morgen.